Liebe Schwestern und Brüder, der Weihetag der Lateranbasilika macht uns die konzentrischen Kreise deutlich, in denen wir als katholische Christen unser Christsein leben. Im Grunde genommen feiern wir dreimal im Jahr Kirchweih. Es ist die Kirchweihe des betreffenden Gotteshauses, in dem wir uns zum Gottesdienst versammeln, ganz konkret vor Ort. Es ist die Kirchweihe der Diözesankirche, der Kathedrale. Und es ist der heutige Tag, die Kirchweihe der Kathedrale des Papstes. So leben wir als katholische Christen. In diesen konzentrischen Kreisen. Und kein Kreis kann ohne den anderen auskommen. Weil sonst dürften wir uns nicht katholisch nennen. Deshalb wird das Bekenntnis heute zur Liturgie, oder man könnte sagen, die Liturgie, die wir feiern mit diesem Tag, ist zum Bekenntnis geworden. Niemand kann sich dort herausnehmen. Das hat es in der Vergangenheit oft gegeben, dass man denkt, aber wir hier vor Ort sind so toll. Wozu brauchen wir einen Weihetag der Lateranbasilika? Wozu brauchen wir Rom? Natürlich, zu allen Zeiten hat Rom große Fragezeichen aufgegeben. Das mag in unseren Tagen nicht anders sein als in der Vergangenheit. Es ist immer gut, die Geschichte zu kennen. Und dennoch ist dort der apostolische Sitz, der die Einheit verbirgt. Der, wie die alten Väter sagen, der Einheit in Liebe dient. Es ist der Vorsitz der Liebe. Und auch wenn man einen ganz tollen Bischof hat, kommt man nicht ohne Rom aus. Trier war da in der Geschichte ein paar Mal anfällig, sozusagen so eine Los-von-Rom-Bewegung loszutreten, weil sie einen ganz tollen und begabten, mächtigen Erzbischof damals noch hatten. All dies führt zu nichts. Es bricht die Einheit nicht nur auf, sondern es zerstört sie. Aber die Schrifttexte legen uns heute neben diesem katholischen Prinzip die eigentliche Seele, die eigentliche Mitte dar, worum es geht. Denn wenn wir aus dem Buch Ezechiel hörten, es ist die Quelle, die im Tempel entspringt, die alles gesund macht. Man mag das toll finden, wenn das Süßwasser in die Araber fließt und eine Spur von Fruchtbarkeit hinterlässt. Wenn man dort einige Kilometer von der Quelle wegsteht, wird man denken, das ist großartig, dieses Wasser. Ohne zu wissen, welche Mitte, welchen Ursprung es hat. Dass es aus dem Tempel hervorgeht, aus dem Heiligtum. Und wir haben im Evangelium von Jesus selber erfahren, dass es nicht um ein Gebäude geht, sondern um den Tempel seines Leibes, aus dem die wahre Quelle des Lebens und der Sakramente hervorbricht. So haben die Väter immer schon die geöffnete Seite, aus der Wasser und Blut strömt, gedeutet. Er ist die wahre Quelle, von der Ezechiel spricht und mit der sich das Wort von Ezechiel erfüllt. Er ist der aufgerissene Tempel und er hinterlässt eine Spur der Fruchtbarkeit. Und alle die drei konzentrischen Kreise leben von dieser einen Quelle. Diese eine Quelle und Mitte ist es, die sie alle miteinander verbindet. Wer aus diesem Kreis heraustritt, aus dieser Beziehung heraustritt, droht diese Quelle zu verlieren. Auch das kann man sehr leidvoll in der Christentumsgeschichte beobachten. Wie einfach irgendwann, wenn man denkt, man kann es selber, auf sich selber gestellt, wie die Mitte verloren geht. Und letztendlich sogar, das kann man in diesen Tagen in traurigen Berichten nachlesen, der Glaube verloren geht. Wo man sich fragt, wozu gibt es uns eigentlich noch? Es ist schön, dass wir diesen Tag feiern. Er ruft uns diese drei Kreise in Erinnerung, aber noch mehr führt er uns neu hin zur Quelle, aus der wir leben dürfen. Tag für Tag und ohne die wir nicht leben könnten.